Arbeitsbereich wechseln 3D-Grundlagen auf der Registerkarte Startgruppen ändern Befehl aktivieren 3D-Reihe. Auf dem Zeichenfeld platzieren Sie den Cursor, drücken Sie die linke Maustaste, drücken Sie die rechte Maustaste. In der Kommandozeile Option aktivieren. Geben Sie eine Nummer in die Befehlszeile ein, drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur. Geben Sie eine Nummer in die Befehlszeile ein, drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur. In der Kommandozeile Option aktivieren. Geben Sie die Koordinaten in die Befehlszeile ein, drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur. Option aktivieren auf dem Zeichenfeld platzieren Sie den Cursor, drücken Sie die linke Maustaste. Befehl aktivieren Orbit zeigen Sie AutoCAD-Modelle aus allen Winkeln an. Auf der Registerkarte Startgruppen ändern Befehl aktivieren 3D-Reihe. Auf dem Zeichenfeld platzieren Sie den Cursor, drücken Sie die linke Maustaste, drücken Sie die rechte Maustaste. In der Kommandozeile Option aktivieren. Geben Sie eine Nummer in die Befehlszeile ein, drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur, wählen Sie mehrere aus. Befehl aktivieren Orbit zeigen Sie AutoCAD-Modelle aus allen Winkeln an.